Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Torwart-Koop-Spielerkarriere zusammen mit dem Jan. Hi! Hallo! Natürlich ist das super, super cool. Ihr habt nämlich hier eingeschaltet bei dem Verein, der absolut der Loser-Verein ist. ja, ich weiß nicht, also es lief die letzten paar Spiele nicht so gut. Wir haben eine kleine Pause eingelegt, nur von ein paar Stunden oder einer Stunde überhaupt. Naja, auf jeden Fall wird das jetzt sehr interessant. Ich spiele nämlich gegen Stuggitown, gegen Stuttgart. Jan ist ziemlich weit oben. Ich bin gespannt, wie wir jetzt hier noch heute weiterkommen. Ja, Düsseldorf hat das Spiel auch noch nicht gemacht. Das heißt, uiuiui. Wir werden wahrscheinlich, also ich meine ich jetzt, werde wahrscheinlich nicht so hoch kommen. Naja, Stuttgart und so, also die sind auch nicht so schlecht, auch nicht so gut. Boah, wird kritisch, ne? Also ich gebe immer mein Bestes, das hat man in der letzten Folge gesehen. Ja. Egal, guckt auf jeden Fall bei Jans Kanal vorbei, schaut euch die Videos an, weil die sind auch super klasse, da hau ich echt krasse Brigaden raus. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt hoffentlich 0 Punkte. Weil du immer mit deiner krassen so Bewertung nach oben, alle bei dir, immer. Ja, die machen das denn nix. Ich glaube, die sind damit überfordert, dass die so eine Bewertung haben, aua. Ja, wahrscheinlich. Ja. Offensichtlich. Hallo, also, natürlich Spaß. Also wir wollen natürlich hier 3 Punkte holen. Mal wieder im Sanderson Park zum... Ich glaube, wir spielen jedes Spiel jetzt hier. Nicht mehr im Waldstadion, sondern... Every time Sanderson Park. Okay, ja, Trainer aus und dann würde ich sagen, rocken wir das Spiel. Halt, halt, halt. Erstmal ein bisschen Eigenwerbung, denn ihr könnt auch auf meinem Kanal jetzt Mitglied werden. Ein Video, wo ich alles dazu erklärt habe, wie viel das kostet, was es für Vorteile für euch bzw. auch Vorteile für mich mit sich bringt, das gibt's rechts oben beim i. Ich würde mich freuen, wenn ich genau dich bald als Mitglied auf meinem Kanal begrüßen kann. Dazu klickst du einfach unter dem Video neben dem Abonnieren-Button oder auf meinem Kanal neben dem Abonnieren-Button auf den Button Mitglied werden oder auch in der Videobeschreibung der zweite Link. Dort kannst du die Mitgliedschaft dann abschließen und ich würde mich darüber natürlich mega freuen. Merkt man eigentlich, dass ich ein Praktikum bei der Bank habe? Ich weiß nicht. Jetzt soll es aber auch schon weitergehen mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Es hat irgendwie noch nicht geklappt. Hui, ich habe gehalten. Ja. Ah. Ich bin der Ron drin. Robert Zieler und der Ron. Ja. Ich habe so noch gecallt, weil der stand so alleine da. Ey, Augsburg macht ein Tor. Wartet mal, das ist schon 3 Monate her. Nein, aber echt, das überrascht mich gerade. War meiner Meinung nach auch abseits. So alleine. Ja. Ich dachte tatsächlich gerade, dass es abseits gewesen ist, aber naja, okay. Schiedsrichter, Linienrechter ist der blind, der hat der hier so Backfisch gegessen. Auf jeden Fall hätte ich den Safe nicht gehalten, weil. Also, ich kann dir gar nichts vorwerfen. Stand zwar gar nicht so schlecht, aber ja. Ich hätte ihn auf jeden Fall eh nicht gehalten. Das macht Kajubi, ja! Kajubi! Was denn hier los? Er lupft ihn! Kajubi! Hä, Mann! Yay! Yeah. Ich hab gesagt, ihr könnt ruhig gewinnen, aber jetzt nicht, dass du hier sowas machst. 17 Minuten Kajubi mit dem 2-0, jawoll. Mach nochmal hier 4, 5, 6 Tore, muss. Jetzt kommen sie schon wieder. Was für Könige. Und in der Mitte ist er schon wieder. Und er zählt, der war drin. 3-0, jawohl. Wo war der denn drin? Hier, Wembley-Tor, ey. Yes. Was? Guckst du. Torlinientechnik, wow. Ja, Torlinientechnik. Wie du da rumspringst. Der war eindeutig drin. Ah, eigentlich war der nicht mal. Ah, jetzt war er drin. Ja. Ganz ja. Knapp. Wo stehe ich denn schon wieder? Alter, mein Stellungsspiel ist echt. On point. Ja. Er zählt nicht. Was für zählt ja, nicht? Ist, sonst hätte ich den auch gehabt. Das wundert mich. Ich hab's natürlich gewusst, Leute. Und deswegen habe ich dann gedacht, brauche ich mich nicht mehr anstrengen. Klares Abseits. Jetzt. Wie schön die das machen.
Und da ist Kajubi. Oh, der schießt doch! Alter! 4-0! Ey, ich bin gar nicht schlecht gesprungen. Sie können's. Gefühl, meiner ist am Tor vorbeigesprungen, also am Ball vorbeigesprungen. Sie können's plötzlich wieder. Dugi Town ist scheiße, Alter. Dash Parade gebe ich jetzt ein, ne? Das ist mein Cheat, dass er ihn auf jeden Fall hält, egal was jetzt kommt. Okay. Oh, was hätte der denn nicht weggeköpft, wäre es ein Tor. Ich habe auch Slash wegköpfen gedreht. Ah, sehr gut. Oder Slash allgemein gewinnen, weil Jan nicht im Tor ist. Nein. Allgemein gewinnen ist ganz schlecht. Das Alter! Ja! Was für allgemein gewinnen hier, werden die Sheets ausgepackt, ey. Ja, moin! Wie frei ist der eigentlich? Wie schlecht bist du? Nein, Spaß. Nein, Leute, aber ich meine, mir ergeht's auch oft so, dass ich, also gut, manchmal kann ich was dafür, aber manchmal kann ich auch nichts dafür. Dass ich dann plötzlich, auch gegen Frankfurt zum Beispiel, da hätte ein 2 oder 3-0 auch gereicht und dann habe ich 4-0 verloren. Ja, es ist super, dass es für mich dann auch mal läuft. Wäre nur schöner, wenn man die Tore ein bisschen aufgeteilt hätte. Im letzten Spiel 3 und jetzt nochmal 2. Dann wäre das meiner Meinung nach besser gewesen. Aber naja, 5-0 zur Halbzeit ist schon eine Ansage. Weg vom Regionalabstiegsplatz. Ja, als du mir das erzählt hast, habe ich einfach meinen Cheat ausgepackt, weil ich nicht in die Regionalliga wollte. Regionalliga Bayern. Voll Teufel. Schieß doch ins Tor. Jetzt kommt es für 1. Ja. Ach. Wieso halte ich eine Flanke? Slash-Parade. Mann. Ey, warum kommen die jetzt die ganze Zeit? Ja, wir wollen halt echt noch ein Tor machen. Und machen. Yes! Oh Mann. Mehr Alter. Wollte ich nicht. Du darfst kein Spiel zu Null haben. Das ist doch scheiße, Mann. Ah, ich gönne diesen 5-1-Sieg. Richtig. Das Problem ist, ich gönne mir auch. Das Problem ist, dass ich jetzt unten war. Weil er kam natürlich auf mich zu, 1 gegen 1, wo ich auch nicht so stark bin, aber besser als bei Flanken. Ich hätte ihn aber gehabt, wenn ich gesehen wäre, wo ich gestanden wäre, ziemlich sicher. Weil ich wusste natürlich nicht, wo ich stehe und wo er hinschießt. Gut, Leute, 5-1 trotzdem mit 4 Toren Unterschied und 5 Toren geschossen. Wie gesagt, schade, dass wir jetzt dann doch nochmal 1 kassiert haben, aber naja. Wäre ich da oben gestanden, hätte ich ihn wahrscheinlich gehalten, aber die Perspektive von unten war hier ein bisschen blöd. Man, ist ja jetzt egal. Also ich finde es gar nicht so schlimm, klar, ein 0-0-Spiel wäre super, aber wenn ich da gesehen hätte, dass ich ein bisschen zu weit unten stehe, dann wäre ich halt ein bisschen mittiger gegangen. So Leute, zweites Spiel gegen Leverkusen. Auswärts sind wir immer ein bisschen stärker, allerdings ist Leverkusen auf natürlich einem sehr, sehr guten Platz. Die sind, glaube ich, 5. oder so, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ihr könnt gerade, wir haben Jans Folge gerade aufgenommen, ihr könnt da unbedingt vorbeischauen, was da so passiert ist. Dementsprechend wichtig ist es, was ich jetzt hier gegen Leverkusen mache. Ich möchte nicht spoilern, aber das wird sehr interessant und da würde ich sagen, let's go. Mann, warum kommt Leverkusen die ganze Zeit? Tor! Ja, genau, oder? Wenn ich den reingelassen hätte, der hätte nicht geheult. Boah, ich hoffe, Leverkusen gewinnt 6-0. Mann, oder Mull, Alter. Was soll das denn jetzt? Ich hoffe, dass ich wenigstens einen Unentschieden raushole. Komm da hinten. Ja, mach ich! Oh. Gott! Ich bin richtig ausgeflippt. Den Header machen müssen, ey. Warum warst du da? Warum läufst du raus? Tja, jetzt. Ja, nein! Oh! Einen Vertrag unterschrieben. Hallo? Oh Mann, was ist denn mit dir? Wieso ist Augsburg so gut und warum hältst du? Und wieso bin ich als Torwart, wieso halte ich solch krasse Bälle jetzt gerade hier mit so einem Leverkusen-Torhüter, aber nicht mit Giannopoulos? Mit so einem Leverkusen-Torhüter, als wenn der schlecht wäre. Der ist besser als du, also ja, der von dem steuert, Rating her. Der den steuert, der ist richtig gut, habe ich gehört. Ja. Ich habe gehört, der hat jetzt in den letzten 2 Spielen 9 Tore kassiert. Oder 10? Dafür kann ich nichts.
Ach, Leverkusen. Dann sagt der schlechteste Abwehr hängt nicht im Torwart zusammen. wie sind wir schlechteste Abwehr? Oh Mann. Ich habe vor der Pause so krass gehalten. Ja, ich weiß, ich nicht. Ich halte auch jetzt krass. Komm schon bitte. Ah, ja, easy. Yes. Easy, jawohl. Er ja, war gar nicht so easy, aber ja, zum Glück, Alter. Meine Nachbarn, ey. Ja, ist egal, die klingeln nächste Woche sowieso. Oh, nein, was für Mann! Ah. Das ist schon wieder so eine Verarsche, ne? Klingelt es gerade bei dir oder warum sagst du nichts mehr? Nee, bei mir klingelt es nicht. Ich freue mich nur. Also ja, innerlich. Oh Mann, ey, ich bin viel zu spät gesprungen. 45. Minute, diese Sackgesichter, ey. Was für Affen. Jetzt. Jetzt. Nein. Jetzt. Warum spielst du nur runter, weil ey? Die voll genial sind. Oh, und ich gut halte. Nix gibt's. Ja, bist du noch auf dem Regionalabstiegsplatz? Ich jetzt verliere wahrscheinlich schon wieder. Oh. Das wäre natürlich traurig. Lieber auf dem normalen Abstiegsplatz. Ja. Dann spiele ich nächstes Jahr gegen Fürth. Ui. Meine Kamera ist aus. Auf geht's, Augsburg schießt ein Tor, schießt ein Tor, schießt ein Tor. Macht bitte das 1:1, das 1:1, das 1:1. Oh, wie wäre das schön. Oh, wie wäre das schön. So was hätte man lang nicht mehr gesehen. So schön. So schön. Kann man nicht, wenn man knapp hinten liegt, bei der Ecke sowieso mit vorgehen? Ja, gut. Ja. Yeah. Ja. Hätten wir das geklärt. Mann. Niederlage. Wieso ist Leverkusen so viel besser als Wolfsburg? Wieso hatte Augsburg ein paar Chancen und hat sie nicht genutzt? Hätten wir die genutzt, dann ist ja Minimum 1:1. Also halt, ja. Ich glaube nicht, dass da ein 2:0 gefallen wäre. Naja, ich gehe jetzt nochmal mit vor und probiere auch nochmal mein Glück. 3:0 wäre ja auch egal. Gut, dann haben wir hier die Niederlage. Wir nehmen jetzt Football Manager auf, Leute. Ich habe schon, keine Ahnung, mein Bauch tut schon weh. Ich merke gerade, dass ich die Kamera gar nicht neu gestartet habe. Aber ist jetzt egal, jetzt startet sie auch gar nicht mehr neu. Ich habe die Batterie reingetan, den Akku, aber habe sie gar nicht mehr neu gestartet, sehr gut. Wir nehmen jetzt Football Manager auf. Ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen Kribbeln im Bauch, weil ich davor Angst habe. Guck da bei dem Projekt auf jeden Fall vorbei, wenn ich es nicht vergesse, dann rechts in meinem i die Infocard. Playlist auschecken, hier haben wir eine richtig krasse Doppelparade hingehauen. Das war das Beste in diesem zweiten Spiel gegen Leverkusen, 2:0 verloren, im ersten Spiel aber gewonnen. Nächste Folge blicken wir auf die Tabelle, lasst Wertung dran, was euch gefallen hat. Schaut natürlich übrigens unbedingt bei Jans Video vorbei. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein und ciao, ciao! Ciao!